Hallo Leute, Dienstagmorgen, 10.05 Uhr. Neuer Vlog, neue Woche. Wir fahren gleich zu Dodo. Ich überrumpel Dodo wieder, dass er eine Übung für euch raussuchen soll. Dass wir nach dem Single Leg Deadlift schon die zweite Übung für euch haben, die ihr zu Hause oder im Gym nachmachen könnt. Heute im AC Mailand Dress. Ich finde das Trikot sehr geil. Das war so eine Sonderedition letztes Jahr, weil man, gut, jetzt sieht man es, wo hier der Übergang ist. Aber als sie gespielt haben, dachte ich mir so, wo hört das Trikot auf? Wo fängt die Hose an? Ja. Wir fahren jetzt zu Dodo, der freut sich bestimmt schon riesig auf uns, deswegen let's go! Hi Coach! Hi Athlet! Hey Athlet! Krass, was ist die Stufe danach? Gibt nichts mehr darüber. Ich hab's geschafft! Isis, was machen wir heute, außer Kaffee trinken? Sag du's mir. Ich hab schwere Beine, 2 Tage nach dem Spiel, morgen frei. Also, schweres Beintraining würde ich sagen. Yeah! Rock'n'Roll! Yes! Macht Krafttraining, Freunde. Macht es. Let's go golfing! Nice shot! Spasti! Dodo, du hast es versprochen. Du erklärst heute noch eine Übung. Was wird's heute? Bulgarian Split Squat. Bulgarian Split Squat. Man braucht hier so eine Bank. Man kann auch einen Stuhl zu Hause nehmen, oder? Ja, also man geht in etwa so 1 bis 2 Fußbreiten von der Bank entfernt. Dann stellt man seinen unteren Fuß auf die Bank. Und jetzt sollte man nach Möglichkeit hier mit seinem gesamten Gewicht auf dem vorderen Bein stehen können. Dann gehen wir im Grunde runter in die Kniebeuge. Was ich gleich sehen möchte, ist, dass man sein Gewicht erstmal hier stabilisiert, bevor man dann weitere Wiederholungen macht. Das merkt man dann hier im vorderen Oberschenkel, richtig? Genau, also sollte man im Idealfall. Man wird auch ein bisschen seine Hüfte spüren. Letztes Mal haben wir uns ein bisschen mehr um die hintere Kette gekümmert. Heute geht es dann so ein bisschen mehr um die vordere Kette für Abdruck, Antritt, also schneller im Fleck zu kommen. Okay. Fuß hier sollte nur dazu dienen, locker drauf zu liegen. Am besten nicht viel Gewicht darauf abstellen. Ihr seht, steht er ganz gerade. So, und jetzt hält er die Position hier 20 Sekunden. Was Sie sehen möchten, ist, dass er schön ein bisschen in Vorlage geht, ne? Knie über die Fußspitzen führen, weil wir wollen ja den vorderen Oberschenkel hier vernünftig nutzen. Ne? Wenn wir zu weit hinten sind, arbeiten wir zu viel mit der Hüfte. Von hier aus machen wir diese Isos. Bevor wir dann in die Wiederholung hineingehen, ruhig das Gewicht immer vorne auf das Bein. Genau, 3 Sätze. Ihr haltet die tiefe Position erstmal 20 Sekunden, um so tiefe Positionen zu stärken und auch die Strukturen dort zu stärken. Dann macht ihr dann noch 6 bis 8 Wiederholungen oben drauf. Dodo, vielen Dank. Danke dir. Sehr, sehr krass. Wirklich, nehmt euch das zu Herzen. Viele schreiben immer in die Kommentare, sie wollen ins Gym gehen, wissen aber nicht, wie sie das Ganze angehen sollen. Jetzt habt ihr einen Tipp vom Profi bekommen. Auf jeden Fall eine Übung, die ihr gut umsetzen könnt. Kombiniert mit der Übung aus dem vorletzten Video, Single Leg Deadlift, habt ihr schon mal 2 richtig gute Übungen für Fußballer. Letzten Worte gehören dir. Ich freue mich natürlich, euch hier zu helfen, aber verstehe, dass ich nicht auf jede DM reagieren kann. Ne? Ja, das hat er mir auch gesagt. Sein Postfach ist explodiert nach dem letzten Video. Macht Krafttraining, Freunde. Ja, das ist richtig. Hello. Hi. Elsa hat heute trainingsfrei, deswegen dachten wir, trainieren wir für uns ein bisschen. Freshes Trikot. Danke. Ist das dieses Nigeria-Trikot, was so mal damals so beliebt war, ne? Das ist es. Wow. Wir haben zwar kein Torwart, aber wir wollten ein paar Freekicks schießen. Einfach so ein bisschen üben. Ich dachte, ich nehme euch einfach mal mit, wie wir so ein bisschen zocken. Geil, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Voll. Sag
cool. Kamera ist gerade ausgegangen wegen Überhitzung. Ich glaube, wir haben 30 Grad. Hat aber Bock gemacht. Bei 6666 Likes auf diesem Video machen wir eine Freischuss-Challenge gegeneinander, okay? Let's go. Wir haben Freitagmittag, Punkt 12 Uhr und ich dehne mich jetzt, weil ich weiß, dass es sein muss. Morgen ist Matchday, wir spielen diese Woche schon Samstagabend. Neben Krafttraining, Ernährung und so. Stretching und Dehnen und so, Leute, ich schwör's euch, macht es. Ich mach's auf jeden Fall, vielleicht bringt's euch auch gar nichts, aber steht jetzt auf jeden Fall auf dem Programm. So, Freunde, wir haben Matchday. Samstag diesmal, ungewohnter Rhythmus. Ihr seht es selber, wir haben 31 Grad. Wir sind schon in Dortmund mit wir, meine ich Tom und mich. Haben uns gerade noch ein bisschen Mango geholt. Und dann geht's gleich los. 18:30 Uhr Anstoß. Ich hoffe, dass dann so die gröbste Sonne weg ist, dass es nicht so heiß wird. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich beim Spiel. Wünscht uns viel Glück und drückt uns die Daumen. Ich glaube, ich habe noch nie so schnell ein Spiel geschnitten nach dem Spiel. Wir haben jetzt mitten in der Nacht um 20 vor 3. Mir war einfach wichtig, dass das Video so schnell wie möglich online geht. Deswegen kommentiere ich das Ganze jetzt schon. Ich sehe auch mega fertig aus und habe hier noch die Sachen vom Spiel an. Trotzdem starten wir jetzt rein, schauen vorher aber noch kurz auf die Tabelle. Wer das Video letzte Woche gesehen hat, weiß, dass wir Vorletzter sind mit einem Punkt, den wir letzte Woche geholt haben. Und ja, Bövinghausen hat einen recht ordentlichen Saisonstart gehabt und stehen mit 7 Punkten auf Platz 6. Heißt aber auf jeden Fall Punkte holen, damit wir da unten rauskommen. Wir laufen hier ein in Bövinghausen in Schwarz und Weiß und starten mit folgender Aufstellung rein. Phil im Tor, dann Schu, Jeff, Freddy, Kami die Innenverteidigung, Nico und Williams davor auf 6 und 8 und Jamal, Marco, Abed davor und ich vorne auf dem Pin. Vielleicht fällt es euch auf, es ist exakt die gleiche Startaufstellung wie letzte Woche. Die Kameraperspektive war echt nicht so geil, weil es halt relativ flach war und man dadurch nicht alles gesehen hat. Wir starten aber rein, erste Minute und ja, in der zweiten Minute kommt Bövinghausen direkt nach vorne, machen es richtig stark. Jamal erobert hier zuerst den Ball, verliert ihn dann aber hier durch einen Pass und Bövinghausen schmeißt den Turbo an und spielt jetzt nach vorne, macht es hier gut über außen, spielt jetzt den Ball in die Mitte und dann wird er hier Volley genommen und der hätte auch schon reingehen können, also zweite Minute schon das erste Mal Glück gehabt. In der dritten Minute geht es weiter, hier wird nach außen verlagert, dann hat er hier den Abschluss und Phil macht es richtig stark, also hält uns hier auf jeden Fall im Spiel. Der könnte noch platzierter geschossen sein, aber Phil reagiert richtig stark. Williams macht jetzt hier eine gute Körpertäuschung und holt den Freistoß raus. Und immer noch in der dritten Minute sind wir. Schu hat jetzt hier den Ball über außen, spielt den Ball lang auf mich und das war so meine erste Aktion im Spiel. Ich mache den Ball fest und ja, dribbel kurz zurück, spiel über Williams und dann wird die Seite verlagert. Freddy dribbelt jetzt an und spielt den Ball vorne auf Marco und Marco spielt den Ball durch zu mir und ja, der Innenverteidiger macht es echt gut, sonst wäre ich durch gewesen. Und ja, fünfte Minute, Schu spielt jetzt hier auf mich, ich verlagere über Marco auf die andere Seite, der sieht Abed richtig stark und Abed hat gleich eine richtig gute 1 gegen 1 Situation, die sehen wir hier, kommt jetzt zum Abschluss und trifft das Außennetz und ich habe gleich nochmal eine andere Perspektive, wo es richtig, richtig gut zu sehen ist, wie hier der lange Ball auf Abed kommt, er macht es jetzt richtig stark im 2 gegen 1, setzt sich durch und jetzt schießt er den Ball leider am Tor vorbei, also in den ersten Minuten waren auf beiden Seiten richtig gute Chancen. Achte Minute, ich presse jetzt hier auf Außen, komme aber nicht mehr so richtig hin, Ball kommt in die Mitte, Jeff will den Ball klären, trifft ihn aber nicht so richtig, dann ist der Stürmer durch und macht das 1:0, also ein richtiger Scheißstart für uns. So wie wir uns das natürlich gar nicht vorgestellt haben, geht Bövinghausen jetzt hier 1:0 in Führung und ja, Kopf hoch aber für uns, wir wollten weiter nach vorne spielen, was aber dann direkt nicht so gut geklappt hat. Bövinghausen kommt hier schon wieder nach vorne und schmeißt über den Rechtsverteidiger den Turbo an, Schu kann aber hier den Ball blocken, dann gibt es Eckball. Den Eckball direkt danach habe ich auch reingeschnitten, 19. Minute. Die spielen es hier erstmal kurz aus, machen es echt gut, bringen dann den Ball in die Mitte, der wird geblockt. Williams spielt jetzt hier den Ball lang. Ich kann den Ball per Kopf irgendwie zu Abed bringen. Abed macht es hier aber richtig stark und steckt mir jetzt den Ball wieder durch. Und jetzt schwenken wir einmal um auf eine andere Perspektive. Ich bin jetzt hier im 1 gegen 1, will erstmal den Ball auf Abed spielen, mache es jetzt aber ganz gut und lege mir den Ball hier vorbei und jetzt habe ich nicht so richtig eine Anspielstation und will den Ball in die Mitte auf Jamal bringen. Das war auf jeden Fall keine gute Lösung. Wir sehen gleich eine Option. Nico wäre auf jeden Fall hier im Rückraum gewesen, den habe ich aber in der Situation gar nicht wahrgenommen und gesehen. Wir haben jetzt hier aber den Ball schon wieder und da ist nichts mehr draus geworden. Bövinghausen jetzt in der 25. Minute. Kami macht es richtig stark, erobert den Ball
Und ja, jetzt schalten wir gut um. Abit spielt auf Marco. Marco sieht, dass ich auf dem zweiten Pfosten bin und ich komme ja so ein bisschen in Rückenlage zum Kopfball und will dann gegen die Laufrichtung vom Torwart köpfen. War auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Und ja gut, das sind 2-3 Meter am Tor vorbei, brauchen wir nicht drüber reden. Aber war auch schwierig. In der 32. Minute spielt Bövinghausen einen guten Chipper. Die Nummer 2 setzt sich hier gut durch. Und dann ist es, glaube ich, ein relativ ungewollter Ball hier in die Mitte. Der wird aber direkt abgenommen. Ja, richtig starkes Tor, Bövinghausen 2-0. Wie bescheuert, Alter. So kacke, aber ein richtig gutes Tor. Nimmt er gut direkt. Und ja gut, Phil ohne jegliche Chance im Tor. Der Ball trifft natürlich den Innenpfosten, geht dann rein. In der 43. Minute, kurz vor der Halbzeit, macht Jeffs hier richtig gut. Erobert den Ball, spielt auf Marco und Marco hat jetzt die super Übersicht und spielt auf Abit raus. Abit ist jetzt hier im 1 gegen 1, setzt sich gegen den ersten durch, gegen den zweiten und sieht dann Jeff, der mitgelaufen ist. Jeff legt hier nochmal auf Abit ab, Abit auf Marco und dann ist es ein richtig guter Schuss. Ich komme so halb zum Ball, da reden wir gleich nochmal drüber. Und jetzt hat Marco hier nochmal eine Chance, also eine Dreierchance, richtig krass. Hier der erste Abschluss von Marco, sehr, sehr gut gehalten. Dann ist es hier kein Elfmeter, würde ich sagen, weil er zuerst am Ball ist. Und jetzt haben wir hier nochmal die Riesenchance durch Marco, der leider am Pfosten vorbeischießt. Also eine richtig krasse Chance, hier auf 2-1 zu verkürzen vor der Halbzeit. Ja Leute, was soll ich sagen? Wir liegen 2-0 hinten, hätte echt nicht sein müssen. Zumindest das erste Gegentor fangen wir uns irgendwie selber ein. Dann treffen wir vorne das Tor nicht. Hätten auf jeden Fall verkürzen können, kurz vor der Halbzeit nochmal auf 2-1. Aber so ist es. Wir starten rein in Halbzeit 2. Wir haben zweimal gewechselt und zwar ist Tom ins Zentrum gerückt und Dennis ist vorne zu mir gekommen. Und hier sehen wir es auch, dass ich Dennis abklatsche. Wir wollten offensiv jetzt auf jeden Fall nochmal nachlegen und ja, auf jeden Fall hier nochmal angreifen. Hier 46. Minute, zweite Halbzeit geht los. Und ja, Bövinghausen kommt jetzt hier das erste Mal direkt gefährlich nach vorne. Und jetzt kommt hier der Chippass durch und Freunde, ich kann es mir immer noch nicht so richtig erklären, wie da so eine große Lücke ist und es steht 13-0 für Bövinghausen. Also das ging echt zu einfach. Ich habe es mir auch nochmal angeguckt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Unsere IVs sind irgendwie vorgeschoben und dann ist hinten halt ein Riesenloch. Und das nutzt Bövinghausen sehr gut aus. Ich glaube, es war kein Abseits. Und ja, 56. Minute. Hier ein guter Steckball von Jamal auf mich. Der ist leider ein bisschen zu weit, aber ich habe es auch hier nochmal geguckt. Es war kein Abseits. Richtig gute Übersicht von Jamal. Guter Laufweg von mir, leider ein bisschen zu lang oder ich natürlich zu langsam. Ich wurde dann ausgewechselt. Ich habe euch hier einfach mal meine Werte eingeblendet, die ich in dem Spiel hatte. Heatmap und Kilometeranzahl. Ich weiß nicht, ob das interessant für euch ist. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. 67. Minute. Wir kommen jetzt nach vorne über die linke Seite durch Schuh. Schuh spielt jetzt hier auf Alex und Alex hat einen richtig guten Pass auf Abit hier gespielt. Abit eine gute erste Annahme und kommt jetzt hier in die Mitte, spielt auf Dennis und Dennis Schuss wird leider geblockt. Der wäre richtig gefährlich geworden. Also auch hier ein bisschen Pech beim Abschluss. Hier nochmal eine Flanke von Kami und hier, gut, hat der Schiri gut gesehen, dass es Eckball gibt. Aber wir gucken hier gleich nochmal auf die Chance. Abit macht sehr, sehr stark, spielt den Ball in die Mitte und Dennis, ja, will dann, glaube ich, auf die lange Ecke gehen und der Ball wird dann leider geblockt. 73. Minute, also ein paar Minuten später, dribbelt Jeff hier an. Es waren wirklich nur noch Aktionen von uns jetzt und wir wollten hier auf jeden Fall jetzt safe auf das Tor gehen. Dennis hat jetzt hier auch nochmal den Ball, geht aufs kurze Eck und wir treffen den Pfosten. Also es soll momentan einfach nicht sein, es ist unglaublich. Richtig starke Aktion von Dennis, der richtig gut ins Spiel reingekommen ist. Trifft jetzt hier leider nur den Pfosten, richtig, richtig ärgerlich. 76. Minute, Freistoß von Tom, der wird erstmal verlängert auf Dennis von Jeff und der bringt jetzt hier den Ball nochmal rein und dann ist es Williams, der den Kopfball setzt und leider abgefälscht wird, deswegen gibt es auch hier Eckball. Umut wird jetzt hier ausgewechselt, viele von euch kennen wahrscheinlich Umut noch von den letzten Jahren von Wattenscheid und ja, war auf jeden Fall cool, ihn mal wiederzusehen, auch wenn das Spiel natürlich nicht so geil für uns war. Alex hat jetzt hier den Ball, der hat auch ein richtig gutes Spiel gemacht, als er eingewechselt wurde. Abit wird jetzt hier gesteckt, Torwart macht's gut, Abit bleibt aber am Ball, legt hier zurück und Dennis ist wieder am Ball und schießt wieder den Gegenspieler an. Also auch hier sehr, sehr ärgerlich. Dann ist es Abseits, weil Abit ins Spielgeschehen eingreift. Hier sehen wir es nochmal, Dennis schießt aufs Tor und ich glaube mit dem Knöchel oder mit dem Fuß blockt er den Ball. Also sehr, sehr ärgerlich. Hier nochmal eine knifflige Szene, da brauche ich euch Schiedsrichter-Experten. Dennis dribbelt in den 16er rein und wird dann unten leicht berührt. Ich weiß nicht, ob ein Elfmeter ist. Ich habe jetzt hier erstmal weiterlaufen lassen, weil Kami jetzt hier den Freistoß rausholt. Das ist auf jeden Fall ein Freistoß. Aber ich weiß es nicht, ob das ein Elfmeter ist, Freunde. Ich glaube, ja, pingelige Schiedsrichter hätten ihn gepfiffen, aber man muss ihn auf jeden Fall nicht pfeifen. Er wurde nicht gepfiffen und somit sind wir in der 90. Minute. Der Schiedsrichter pfeift das Spiel ab. Und wir verlieren gegen Bövinghausen 3-0. Leute, wir haben jetzt knapp 4 Uhr.
Ich kann immer noch nicht pennen. Nach so einem Spiel gehen einem einfach so tausend Dinge durch den Kopf. Ich schwöre, wir sind nicht so schlecht, wie wir dastehen. Klar passieren defensiv Fehler und so und wir machen vorne die Chancen nicht weg. Aber ich schwör's dir, unsere Gegner ja genauso. Die haben genauso löchrige Abwehren. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich hier das YouTube-Format starte und das Ganze so beginnt. Das ist schon echt heftig. Aber lernt ihr halt direkt mal auch eine Seite vom Fußball kennen, die, glaube ich, jeder kennt. Irgendwann mal durchlebt, ist auf jeden Fall hart. Nicht so easy. Müssen wir durch, Leben geht weiter. Freunde, immer positiv bleiben. Ich glaube, ihr habt mich jetzt auch noch nie so nah nach dem Spiel miterlebt. Aber jetzt eine Nacht drüber schlafen, morgen vielleicht mal gar nichts damit zu tun haben. Montag dann kompletten Fokus auf Sonntag wieder. Hier ist auf jeden Fall der Gewinner vom Gewinnspiel, vom Trikot. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ich habe dir geschrieben, kannst dich sehr gerne melden bei mir. Dann schicke ich dir das Trikot zu. So, aufhören jetzt mit Trübsalblasen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich gehe jetzt pennen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Macht's gut und bleibt vor allem gesund. Haut rein. Ciao, ciao.